Herr Hauser, ich freue mich, Sie hier während der SPS IBC Drives beim Publish Industry Technik Talk begrüßen zu dürfen. Welches Highlight zeigen Sie denn an Ihrem Messestand? Ja, guten Tag, Frau Hertel. Vielen Dank auch für die Einladung zum Interview. Wir haben zwei Highlights am Stand, das wir heute den Kunden zeigen. Das eine sind die skalierbaren Touch-Monitore, basierend auf unserer Omni-Client-Familie, die wir letztes Jahr eingeführt haben. Die OmniView-Familie hat 15, 18 und 21 Zoll Touchscreens. Und das zweite Highlight ist die skalierbare IPC-Familie, wo wir von Intel Atom bis Core i7 eben skalierbare Rechenleistung bereitstellen können. Welche Bedeutung hat die Neuheit in Ihrem Portfolio? Die zwei neuen Highlights unterstreichen die Bedeutung von Kontron in der Automatisierung. Unser Slogan ist We Enable Automation. Wir haben mit den neuen skalierbaren Touch-Monitore die neueste Technologie auf dem Markt, also zeigen Innovation. Und bei der Steuerungstechnik ebenfalls Innovation, weil wir die vierte Generation von Intel Core bereits jetzt einführen, die erst vor wenigen Monaten von Intel gelauncht wurde. Und auf welche Trends reagieren Sie mit der Einführung der Produktfamilie? Bei den Touch-Monitoren ist ganz klar der Trend Richtung Glass-Touch, wie man es vom iPhone kennt, Richtung Multitouch, Richtung Widescreen und PCAP-Touch-Monitore. Zum anderen und in der Steuerungsfamilie reagieren wir auf den Trend, mehr und mehr wartungsfreie IPCs am Markt bereitzustellen. Das heißt, keine Batterie, keine Lüfter, keine rotierenden Massenspeicher und somit völlig wartungsfreie IPCs auf den Markt zu bringen. Vielen Dank für dieses Interview. Danke, Frau Hertel. Ach so.